Guten Abend, verehrte Zuschauer. Im Ersten, wie immer an Wahltagen, gibt es bei der ARD die bunte und beliebte Mischung von Politik und Sport. Es sind noch rund 4 Minuten, dann sind die Wahllokale geschlossen in Berlin, in Hessen und natürlich auch bei uns im Saarland. Dann sind quasi auch vergeben die Sitze im Berliner Abgeordnetenhaus im Saarländischen Landtag und in den Städte-, Gemeinde- und Kommunalparlamenten in Hessen. Und dann kommt die große Zeit der Systeme und der Institute. Dann beginnt der Wettlauf mit den Trends, mit den Prognosen und mit den Hochrechnungen. Bei uns hier im Saarlandtag ist Klaus Liepelt mit einem großen Teil seiner Mannschaft von Infas. Aber er ist nicht nur hier, sondern er hat einen heißen Draht geschaltet über Bad Godesberg auch nach Berlin. Eine Premiere also bei der ARD. Wir sind mit Infas an beiden großen Wettkampfstätten, wenn ich das einmal sportlich ausdrücken darf. Und das, was Infas uns an Daten bietet, das wird Rüdiger Hoffmann dann auseinander friemeln. Und er wird versuchen, Ihnen gleich und schnell zu sagen, wohin es geht. Kommentieren wird bei uns im Saarlandtag Hans Bursig. Die Kameras, die wir aufgebaut haben, die vor dem Landtag stehen und hier in den Gängen und die Ihnen vermitteln, was hier alles los ist, sie zeigen Ihnen im Augenblick noch nicht die Spannung, die sich hier um den Wahlausgang knüpft. Denn, so sagen ja viele, das Ergebnis der Wahlen hier im Saarland ist auch ein Gradmesser für die Leistungen der Bonner Koalition 2 Jahre nach dem Machtwechsel in Bonn. Saarbrücken und Berlin haben vieles gemeinsam. Da wie dort sind es Koalitionen von CDU und FDP, die gegen die SPD antreten, mit deren möglichen Partnern, hier die Grünen und dort die Alternativen, gegen rot-grüne Bündnisse, mit deren Auswirkungen, wie das im Wahlkampf von den Christdemokraten und den Freidemokraten so schön formuliert wurde, mit den hessischen Verhältnissen. Wir sind also sehr gespannt und haben hier natürlich auch ein paar Fragen, die diese Wahl so spannend machen. Kommen die Grünen erstmals ins Parlament? Bleibt die FDP dort? Sind die CDU und die FDP in der Lage, die absolute Mehrheit von Oskar Lafontaine zu brechen? Wir wollen sehen. Rüdiger Hoffmann. Um 18 Uhr werden wir Näheres wissen. Dann haben wir den Trend für Berlin und für das Saarland. Ich gebe nach Berlin zu Joachim Braun. Und auch wir hier im ARD-Wahlstudio im Schöneberger Rathaus rechnen mit einer spannenden Wahl. Wir, das sind Jürgen Engert, der später Sieger und Verlierer dieser Wahl befragen wird. Das sind die Damen und Herren von Infas, deren Monitore mit dem Rechner in Bad Godesberg verbunden sind. Und das ist Günther Siefahrt. Er wird die Hochrechnung präsentieren und Ihnen, liebe Zuschauer, erläutern, was die eingehenden Wahlergebnisse für die künftige Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses bedeuten. 3 Fragen machen die Berliner Wahl spannend. Erstens, schafft die FDP den Sprung über die 5%-Hürde? Wenn sie ihn schafft, kann die bisherige Koalition weiter regieren. Zweitens, oder schafft die CDU, was immerhin denkbar ist, sogar die absolute Mehrheit der Mandate? Sie bräuchte dann keinen weiteren Koalitionspartner. Und drittens, wie wird es mit der SPD? Kann sie den Abwärtstrend, der ihr in Berlin seit 20 Jahren treu ist, diesmal stoppen? Einer, für den heute viel auf dem Spiel steht, war bereit, der ARD vorher seine persönliche Wahlprognose zu geben. Hier in diesem Briefumschlag ist sie. Eberhard Diepgen hat uns folgende Prognose übermittelt. Er rechnet für seine eigene Partei, die CDU, mit 44,8%. Für die SPD mit 35,5%, für die alternative Liste, so heißen in Berlin die Grünen, 12,6% und für die FDP mit 6,0%. Sollte Diepgen recht behalten, dann ginge in Berlin alles weiter wie bisher, nämlich eine Koalition aus CDU und FDP. Und nun interessiert mich, was Infas als Prognose für die ARD bereithält. Günther Siefahrt, bitte. In diesem Augenblick ist es 18 Uhr und hier ist die Prognose, die die Wahlforscher von Infas im Auftrag der ARD ermittelt haben. Die Regierungskoalition gewinnt die Wahl. Die CDU behauptet etwa ihr altes, gutes Ergebnis von 1981. Die FDP kehrt ins Abgeordnetenhaus zurück, sie legt sogar noch zu, und zwar bei den Zweitstimmen. Die SPD kann den Abwärtstrend nicht stoppen, der vor 20 Jahren für diese Partei in Berlin begann. Die alternative Liste macht einen großen Sprung nach vorn und erzielt ein zweistelliges Ergebnis. In der entscheidenden Aussage also diese Prognose der Wahlforscher ganz ähnlich wie die Prognose des regierenden Bürgermeisters.
Das Ganze allerdings eine Prognose, keine Hochrechnung. Eine Hochrechnung für Berlin erwarten wir im Laufe der nächsten 60 Minuten. Und nun die Prognose für das Saarland. Ich rufe Saarbrücken, Rüdiger Hoffmann. Ja, hier im Saarland gehen die Uhren anders als in Berlin. Unsere Prognose sieht ein wenig anders aus. Wir schauen mal auf die Grafik. SPD, CDU, große Verluste. SPD, starke Gewinne. FDP, sie bleibt auch hier im Landtag. Und die Grünen, da müssen wir eine Zitterpartie vermelden. Das ist um 5%. Auch wir sind der Meinung, die Grünen sind genauso wie das ZDF, das habe ich eben auf dem Monitor gesehen, dass die Grünen eher nicht drin sind hier im Landtag in Saarbrücken. Die SPD also baut ihre Stellung als stärkste Partei aus, ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD einerseits und der CDU-FDP-Koalition andererseits ist aber noch möglich. Die Verluste der CDU gehen, kann man vermuten, wohl auf das Konto der FDP. Die CDU scheint also das parlamentarische Überleben der FDP zu sichern. Die Grünen haben zwar Stimmengewinne gegenüber der Wahl 1980. Ob sie den Sprung über die 5%-Hürde überhaupt schaffen, ist wie gesagt fraglich. Oskar Lafontaine scheint es gelungen zu sein, mit seiner Politik hier im Saarland die Grünen klein zu halten. So, jetzt sehe ich gerade auf unseren Rechner, Saar-Louis, liegt das schon vor, Herr Liepelt? Ja, vielleicht haben wir noch ein paar Augenblicke, bis wir das abfangen können. Und ich kann Ihnen, meine Damen und Herren, noch ein bisschen detaillierter sagen, wie das Programm der ARD jetzt aussieht. Wir versuchen gleich zur Sportschau hinüberzuschalten und dann den Kollegen vom Sport die erste halbe Stunde zu überlassen, haben dann aber eine Hochrechnung. Um welche Zeit, Rüdiger Hoffmann? Also ich bin sicher, dass wir in der ersten Viertelstunde jetzt eine Hochrechnung vorlegen können. Das heißt also 15 Minuten nach Schließung der Wahllokale. Wir warten eigentlich auf Saar-Louis. Dort sind Wählmaschinen, dort müsste eigentlich in den etwas über 20 Stimmbezirken das Ergebnis schon feststehen. Und so wie wir das im Rechner haben, könnten wir da eine Hochrechnung für Saar-Louis für die viertgrößte Stadt hier im Saarland machen. Blick auf unser Iconbild, da gibt es noch nichts. Ich glaube, da müssen wir warten. Ich würde vorschlagen, Werner Zimmer. Ja, nach der Sportschau, nach dem ersten Teil der Sportschau, haben wir um 18.30 Uhr die Tagesschau. Und danach gibt es einen politischen Block, schwergewichtig zunächst einmal im Saarland, weil in Berlin ja die Auszählung ein bisschen schwieriger ist, erwarten wir dort die Hochrechnung ein wenig später. Wir hoffen, dass wir den Schwerpunkt Politik bis gegen 19.30 Uhr weitgehend abgedeckt haben, obwohl, wenn es irgendwo eine Zitterpartie gibt, muss man Verständnis dafür haben, dass sich die Herren Politiker ein wenig länger bitten lassen werden. Und dann gibt es um 20 Uhr die Tagesschau, 20.15 Uhr, im Anschluss daran bis 20.35 Uhr die Bonner Runde. Im Augenblick nichts Neues aus Saar-Louis, Jörg von Thorra und die Sportschau. Ja, einen schönen guten Abend auch von uns, liebe Zuschauer. Wir freuen uns natürlich auf diese 2-Stunden-Koalition mit den Kollegen von der Politik, können Ihnen zu Hause aber im Augenblick natürlich nicht genau sagen, wann wir was im Programm haben. Die Wahlen haben heute ganz klar Vorrang. Vorbereitet aber haben wir eine ganze Latte von attraktivem Sport, zum Beispiel die Weltmeisterschaft im Eisspeedway in Assen oder 2 deutsche Meisterschaften, die im Ringen, griechisch-römisch, und die im Tischtennis, die in Saarbrücken stattfand. Dann etwas vom Engadiner Skimarathon und eventuell oder hoffentlich auch das Basketballpokalfinale zwischen Göttingen und Bayreuth. Los geht's aber mit der Einzelweltmeisterschaft im Eisspeedway, die vor gut einer Stunde in Assen in Holland beendet wurde. Die sowjetischen Fahrer haben diese Sportart seit fast 20 Jahren beherrscht. Es ist eigentlich auch ganz klar, denn sie haben die besten Trainingsmöglichkeiten. 6 Monate im Jahr sogar auf Natureis in Sibirien. Die Deutschen müssen sich damit wesentlich weniger Vorbereitungszeiten bescheiden. Und so ist es eigentlich umso erstaunlicher, dass ihr Bester Helmut Weber nach dem ersten Tag immerhin noch auf dem 5. Platz lag. Genauso erstaunlich, dass ein Schwede Titelverteidiger ist. Karl-Heinz Fest sagt Ihnen nun, ob die Sowjets heute die alten Machtverhältnisse wieder zurechtgerückt haben. Nun, bereits gestern Abend unter Flutlicht fiel eine Vorentscheidung. Sergei Kasakow im blauen Hemd, Weltmeister 82 und 83, stürzte so schwer, dass er ausscheiden musste. Eine ausgerenkte Schulter machte ihn zum Zuschauer. Es wurde sehr hart gefahren, schauen Sie sich diesen Zweikampf an, Sergej Ivanov im weißen Hemd und der andere ist Erik Stenlund, der Schwede. Die beiden stürzen noch einmal in Zeitlupe, Ivanov verliert
den Boden. Stanlock versucht vorbeizukommen, schlägt einen Salto. Die beiden erholen sich aber wieder und können alle Rennen voll unverletzt weiterfahren. Der Stand gestern nach 20 Heats, Juri Ivanov mit 14 Punkten vorn, Jarmo Hirvasoja aus Finnland, Zweiter mit 13 Punkten und Weber, Sie haben es eben schon gehört, Helmut Weber ist Fünfter, ein guter Erfolg. Und dann der erste Lauf heute mit drei Favoriten gleichzeitig. Im roten Helm ganz innen Stenlund, der alte Weltmeister, blauer Helm Wladimir Ljubic, Weltmeister 81, in weiß Hirvasoja, Favorit für viele aus Finnland und in gelb Juri Ivanov, der Tagesbeste von gestern. In Führung, das ist Ivanov, der Russe. Sie sind gute Starter, sie fahren mit beinahe maschinenhafter Sicherheit, riskieren nicht allzu viel und profitieren davon. Sie wurden relativ selten in Stürze verwickelt. Ivanov. Der Schwede Hirvasoja, Sie erkennen ihn an dem weißen Helm, ist ein langsamer Starter, der sich immer gern von hinten nach vorne schiebt und dann in der letzten Runde versucht, das ganze Feld aufzuräumen. Ivanov, jetzt geht der Schwede an die Spitze, Erik Stenlund, 22 Jahre alt, der jüngste in diesem Feld. Und jetzt in der Mitte der Finne, Jarmo Hirvasoja, 30 Jahre alt. Guten Abend, meine Damen und Herren, ARD und ZDF gemeinsam im WDR-Studio und mit uns, wie üblich an Wahlabenden, die Vorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien und eine Sprecherin der Grünen. Ich begrüße Bundeskanzler Helmut Kohl für die CDU, Willy Brandt für die SPD, Martin Bangemann für die FDP und Jutta von Ditfurth für die Grünen. Die erste Frage hat mein Kollege Peter Huppen vom ZDF. Ja, Herr Bundeskanzler, das sollte heute ein Halbzeittest auch für Ihre Regierung werden. Nun hat es in Berlin geklappt, im Saarland gab es einen Reinfall, in Hessen gehen die Zahlen auch zurück. Woran lag es, am Bund oder doch am Land? Ich glaube, dass eine jede Regierungspartei, eine Regierungskoalition in der Vergangenheit, mitten in der Periode Bonner Regierungskoalition, Probleme hatte. Wir haben heute, wenn Sie so wollen, Licht und Schatten. Für uns ist es schmerzlich, dass wir die Wahl an der Saar verloren haben. Da gibt es gar kein Deuteln. Das ist ganz eindeutig das Ergebnis. Für uns ist es ein sehr gutes Ergebnis, dass wir uns in Berlin mit Eva Diebken in einer sehr guten Weise durchsetzen konnten, einer Stadt, die ja von Haus aus keine CDU-Hochburg ist. Wenn Sie einmal die alten Zahlen, die noch Willy Brandt in den 60er Jahren mit über 60% erreichten, in Vergleich setzen. Und wir haben in Hessen unterschiedliche Ergebnisse nach den jetzigen Hochrechnungen, hat sich Walter Wallmann bei einer sehr, sehr hohen Wahlbeteiligung erfreulicherweise wieder durchgesetzt. Wir werden das alles sehr im Detail prüfen müssen, wie die Einzelergebnisse zu bewerten sind. Und das heißt ganz sicher, das hat ja auch Werner Zeyer deutlich gemacht, dass es uns nicht gelungen ist, im lokalen Bereich der Saar die größere Kompetenz zur Lösung der wirtschaftspolitischen Fragen, die dort ganz besonders schwierig sind, deutlich zu machen. Es lag natürlich nicht nur am Land. Ich bin der Letzte, der jetzt sozusagen beim Sieg alles auf den Bund zieht und bei den Niederlagen alles auf das Land. Wir müssen diese Niederlage an der Saar selbstverständlich gemeinsam tragen, zumal unsere Freunde dort ähnlich wie in Berlin und ähnlich wie in Hessen wirklich gekämpft haben. Ich konnte das ja vor Ort eindeutig beobachten. Was in der ganzen Entwicklung besonders interessant ist für die Bonner Arbeit, ist natürlich die Stärkung der FDP. Aber ich denke, darüber werden wir gleich noch einmal zu sprechen haben. Mit einem Wort: Es ist Licht und es ist Schatten für die CDU an diesem Abend aus diesem Wahlergebnis zu erkennen. Herr Brandt, Ähnliches trifft für Ihre Partei zu. Wenn Sie den großen Erfolg von Oskar Lafontaine, den SPD-Spitzenkandidaten an der Saar, abwägen mit dem tiefen Einbruch Ihrer Partei in Ihrer alten Stadt, wie ist Ihnen da zumute? Also ich möchte zunächst einmal sagen, dass ich meinem Freund und Vorstandskollegen Oskar Lafontaine ganz herzlich gratuliere. Das ist ja nicht nur eine wichtige Entscheidung für das Saarland, sondern das ist auch eine Veränderung im Bundesrat. Und im nächsten Jahr wird man sehen, was Niedersachsen bringt, was den Bundesrat angeht. Ich komme gerade hierher aus einem Gespräch mit Johannes Rau, der ist ganz fröhlich. Der denkt, dies ist ein guter Auftakt für die Wahl in Nordrhein-Westfalen am 12. Mai. Saarland und Hessen zusammengenommen. Hessen werden wir morgen ein bisschen genauer wissen.
Meine Zahlen sehen so aus, dass die SPD in Frankfurt 5% zugelegt hat. Hätte man sich noch ein bisschen mehr wünschen können, dass sie in einer Reihe anderer Städte bis 9% zugelegt hat. Das ist so schlecht nicht. Berlin tut mir leid. Natürlich tut es mir sehr leid. Der Sonderfall Berlin an diesem Abend. Und ich hoffe, dass meine Partei in 4 Jahren in einer besseren Situation sein wird, nach der notwendigen Reform, die ihr bevorsteht, um mit größerem Erfolg sich um das Vertrauen der Berlinerinnen und Berliner zu bemühen. Ist Herr Worms auch so fröhlich, wenn er auf Nordrhein-Westfalen blickt, wie der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen? Betrachten sehe ich keinen Grund für die Fröhlichkeit der Sozialdemokraten. Nach diesem Ergebnis ist es ja doch offenbar, dass in NRW wahrscheinlich die Grünen an der Kippe stehen werden und die FDP mit Sicherheit drin sein wird. Und dann wollen wir mal weitersehen. Ich denke, es ist heute Abend nicht der Platz, über Nordrhein-Westfalen bereits seine Philosophie aufzustellen. Ich sehe jedenfalls eine gute Chance, dort gut abzuschneiden. Herr Minister Bangemann, gerade Parteivorsitzender geworden und schon Wahlergebnisse, die die FDP stabilisieren, die auch die Koalition in Bonn vielleicht stabilisieren. Tröstet das Sie darüber hinweg, dass Sie in Saarbrücken trotzdem nicht in der Regierung sind und vielleicht in Berlin auch nicht sein werden? Dazu bedarf es keines Trostes. Es geht uns ja nicht in erster Linie darum, an einer Regierung beteiligt zu sein, sondern es ging in Berlin zunächst mal darum, einen regierungsfähigen Senat wieder zustande zu bringen, wie auch immer letztlich das Ergebnis aussehen wird. Berlin kann regiert werden. Und das war, glaube ich, eines der wichtigsten Wahlziele der FDP, auch in Berlin, auch für die Berliner Parteifreunde, und Walter Rasch hat das sehr gut gemacht. Und ich weiß nicht, ob Sie mich noch trösten müssen, wenn wir im Saarland zweistellige Wahlergebnisse erzielt haben. Und das ist ja eine Bestätigung im Übrigen auch dafür, dass die FDP, wenn sie geschlossen auftritt und ihre Politik so deutlich macht, wie das Horst Rehberger geschafft hat, auch aus eigener Kraft Wahlergebnisse zustande bringt, die bisher scheinbar nicht möglich zu sein schienen. Also ich bedarf keines Trostes. Ich dachte eigentlich, ich sei hierher gekommen, um Glückwünsche von Ihnen entgegenzunehmen. Aber so ist die Welt. Wie kommt das, dass ich den ganzen Abend schon an das Landtagswahlergebnis von Hessen denken muss, wo die CDU auch kräftig zur Ader gelassen wurde und die FDP eigentlich dadurch, dass sie die CDU zur Ader gelassen hat, so glänzend abgeschnitten hat? Ist das nicht in etwa vergleichbar mit dem, was in Saarland passiert ist? Nein, das glaube ich nicht. Wenn Sie die beiden Wahlergebnisse mal vergleichen, das in Berlin und das im Saarland, dann werden Sie feststellen, dass wir im Saarland, wo es keine Zweitstimme gab, ein zweistelliges Ergebnis erzielt haben und in Berlin ein sehr gutes, über 8%. Und in Berlin gab es eine Zweitstimme. Und das widerlegt auch das, was immer wieder behauptet wird, es gäbe da so eine Art von Leihstimme. Das gibt es nicht. Dort, wo der Gesetzgeber eine Zweitstimme verankert hat, hat er das aus gutem Grund gemacht. Auch in der, auf den Blick darauf, dass ein Wähler unterschiedlich wählen kann. Und da, wo das nicht der Fall ist, da gibt der Wähler seine Stimme ab, je nachdem, welche Partei er unterstützen will. Und es ist ganz eindeutig, die FDP, Sie haben doch sicher gedacht, wenn ich jetzt heute Abend hier sitze, muss ich erstmal erklären, warum ich nun 2 Wahlniederlagen als neuer Vorsitzender gleich erlitten habe. Und das Umgekehrte ist der Fall. Das ist doch eigentlich ein erfreuliches Ergebnis. Herr Bundeskanzler, da wachsen neue Ansprüche der FDP an die Koalition heran. Ich glaube ich überhaupt nicht. Die Koalition in Bonn arbeitet in einer vorzüglichen Weise, auch in einer menschlich sehr angenehmen und vorzüglichen Weise. Wir sind unterschiedliche Parteien mit unterschiedlicher Programmatik. Dieses Wahlergebnis, so schmerzlich es an der Saar und in Teilen von Hessen für uns ist, ist kein Wahlergebnis, das sozusagen die Bonner Koalition in irgendeiner Weise, in ihrer Atmosphäre, in ihrem politischen Wollen, in ihrem klaren, in sich abgestimmten Programm verändern wird. Frau Ditfurth. Die Grünen haben einen großen Anlauf an der Saar genommen und sie sind ins Wasser gefallen. Sie haben es bei diesem Anlauf nicht geschafft. Die Kollegen von der Alternativen Liste in Berlin sind groß rausgekommen. Wie sagen Sie es Ihren Kindern im Bundesgebiet, warum es an der Saar daneben ging? Also wir haben im Bundesgebiet sicher keine Kinder, sondern eine ganze Menge verschiedene Menschen, die uns wählen. Ich finde das Wahlergebnis insgesamt sehr interessant, weil es zeigt überall dort, wo die Grünen
sich zu sehr an die SPD angepasst haben, zu unklare Aussagen gemacht haben in Bezug auf diese möglichen rot-grünen Mehrheiten. Überall da hat die SPD zugelegt oder die Grünen sind nicht sehr gut weggekommen. Aber im Saarland war die Position doch einig. Im Saarland hat es lange gedauert, bis eine Position klar war, wenn Sie sich erinnern. Da hat es lange gewackelt und aus dem Saarland noch ein extra Fall, weil es einen relativ kleinen Landesverband gibt und weil es dort Lafontaine gelingen konnte, ohne dass er bisher den Nachweis erbringen musste, dass man Ökologie, seine Form der Wachstumspolitik, Raketen weg und so weiter, alles miteinander verbinden kann. Und wir erwarten, dass diese Seifenblase, dieser Lafontaine-Bluff sich ziemlich bald als solche herausstellen wird. Aber noch zu Berlin, wenn ich sagen darf, vielleicht. Ich finde es interessant, dass in einer Stadt zum Beispiel wie in Berlin, wo ja eine ziemlich Hetze betrieben wurde mit der Behauptung, die alternative Liste wolle dort die Bürger vom Auto wegzwingen, die Position Ziel autofreie Stadt und das zu verwirklichen über die technischen die Verbindung und ökonomischen zwischen und sonstigen Stimmen für die beiden Parteien, die in Bonn die Regierung bilden. Und da stellt sich eindeutig fest, dort wo die Kostgängerrolle der FDP deutlicher wird, dort lässt die CDU mehr Federn. Das ist auch interessant zu wissen. Und erleichtert manchen Wählern sicher die Entscheidung beim nächsten Mal. Bundeskanzlerin, ist es tatsächlich seit langem nicht mehr vorgekommen, dass man einen solchen, ich sag mal, das Wort Machtwechsel erlebt hat. Ich glaube, es war 1966 das letzte Mal in Düsseldorf. Nein, in Hannover. In Hannover, richtig, das war das letzte Mal. Aber die Frage, ist damit angekündigt, signalisiert sich da im Saarland, wird da im Saarland signalisiert, eine Umgruppierung der politischen Kräfte? Von denen gelegentlich auch, ich glaube, bei Ihnen, Herr Brandt, die Rede gewesen ist? Das glaube ich nicht. Wenn Sie die Ergebnisse in Berlin betrachten, Herr Kollege Brandt, Sie wissen, dass Kommunalwahlen unter einer ganz eigenen Gesetzmäßigkeit stehen. Und ich kann zu den Kommunalwahlen in Hessen, mit Ausnahme des mir bekannten Ergebnisses in Frankfurt, nicht viel sagen. Das werden wir morgen genau noch einmal miteinander diskutieren. Wenn ich die Ergebnisse an der Saar betrachte und die Ergebnisse in Berlin betrachte, kann ich nicht erkennen, dass hier ein Machtwechsel, Sie meinen ja im Hintergrund auf Bonn und für 2 Jahren prognostiziert, erkennbar ist. Das eine ganz Wesentliche, was an diesem heutigen Wahltag deutlich wurde, ist, dass die FDP das Tal durchschritten hat. Dass all jene, zu denen ich nie gehörte, ich habe immer gesagt, die FDP ist nicht weg und die FDP wird ihren Platz in der deutschen Parteienlandschaft behaupten, dass die FDP sich am heutigen Tag behauptet hat. Und wenn, Herr Kollege Brandt, Sie mal jetzt die Bundestagswahlergebnisse rekurrieren, ich hätte das nicht gesagt, wenn Sie das Argument nicht angeführt hätten von 1983, 2 Jahre zurück, dann stellt sich trotz des Verlustes heute, den wir genommen haben, die Koalition in Bonn stärker dar heute als vor 2 Jahren an der Saar. Bloß ist das ein geringer Trost. Wir haben die Regierungsmacht und die Landesregierung an der Saar verloren. Für mich bleibt klar, dass wir eine ausgezeichnete Chance hatten, die Koalition von CDU, CSU und FDP bei guter Arbeit, die ich unterstelle, in den nächsten 2 Jahren in 87 erneut die Bestätigung des Wählers zu erhalten. Ich darf eines dabei doch einmal erwähnen, bei dieser Wahl, deswegen sagte ich, Bund und Land muss hier gleichermaßen in die Verantwortung gehen. Ich sage das ganz bewusst als Parteivorsitzender der CDU. Bei dieser Wahl ist ja auch eine Zwischenabrechnung gewesen bei einer Menge Wähler, die unseren harten Sparkurs, der notwendig war zur Konsolidierung der öffentlichen Finanzen, das hat erhebliche Opfer, erhebliche Unruhe gekostet, viel Demagogie, Tür und Tor geöffnet, noch nicht überall verstanden wurde. Wir werden das noch viel deutlicher machen müssen in den nächsten 2 Jahren. Herr Minister Bangemann, Sie sind nun Bundesminister für Wirtschaft und nicht nur Parteivorsitzender der FDP. Die Probleme an der Saar bleiben Ihnen erhalten und Sie müssen versuchen, sie mit einem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten zu lösen. Wird sich an der Grundsatzhaltung der Bundesregierung mit Blick auf die Saar da etwas verändern? Nein, natürlich nicht. Der Bund ist verpflichtet und tut das auch aus Überzeugung, mit jeder Landesregierung fair zusammenzuarbeiten, um Probleme zu lösen, die sich in dem Land stellen. Das werden wir natürlich auch mit einer von der SPD geführten Landesregierung tun. Allerdings nicht unter Aufgabe unserer Sachposition.
Also wenn Herr Lafontaine das wahrmacht, was er ja im Wahlkampf angekündigt hat, dass er Arbeit Saarstahl verstaatlichen will, dann findet er dabei einen Verbündeten in der Bundesregierung nicht. Das kann auch niemand von uns erwarten. Ich habe deutlich gesagt, und zwar im Wahlkampf, lange vor der Wahl, dies ist eine Position, die gefährlich ist für Arbeit Saarstahl und sie findet nicht die Zustimmung der Bundesregierung. Nun ist ja Arbeit Saarstahl durch die Zuschüsse des Bundes und des Landes schon so gut wie mehrfach verstaatlicht, wenn man das richtig rechnet. Das war dieses Argument. Dies ist nicht richtig, denn bis jetzt sind das lediglich Garantien, die wir gegeben haben für Kredite des Unternehmens. Und wohin eine Verstaatlichung führt, das sieht man ja im Nachbarland, in Frankreich. Dort ist die gesamte Stahlindustrie verstaatlicht gewesen und ist in wesentlich schwierigerer Situation als unsere gesamte Stahlindustrie. Aber wenn Sie gestatten, würde ich doch gerne den Hut des Parteivorsitzenden noch mal aufsetzen, Herr Nowotny, und zudem etwas sagen, was Herr Brandt vorhin gesagt hat. Natürlich, an so einem Wahlabend wird immer Kaffeesatzleserei betrieben und es werden Zahlen hochgerechnet auf 2-3 Jahre hin. Man weiß gar nicht, wie bis dahin die Situation sich verändert. Aber eines ist klar, Herr Brandt, die größeren Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden, eine Position einzunehmen, die von der gesamten Partei getragen wird, haben Sie, nicht ich. Meine Partei, das ist deutlich geworden, und wir hatten ja einen Parteitag in Saarbrücken, 14 Tage vor der Wahl und jetzt ein zweistelliges Wahlergebnis. Wir haben eine klare, eindeutige Position, die darin besteht, faire Partnerschaft mit der CDU, CSU, eine klare, eindeutige liberale Politik, die auch ihre Unterschiede aufweist. Und das wird von der gesamten Partei getragen. Ihre Frage lautet aber, ist das Konzept Oskar Lafontaine nur ein Saar-Konzept oder kann man es auf den Bund übertragen? Das wird wahrscheinlich Ihre Partei mitmachen, weil es ein Linkskonzept ist, das inhaltlich vermutlich der Mehrheit Ihrer Partei entspricht. Aber damit haben Sie eine Minderheit in der Bundesrepublik insgesamt. Oder nehmen Sie das gescheiterte Konzept von Hans Apel in Berlin und versuchen trotz der Abneigung meiner Kollegin hier zu meiner Rechten doch wieder ein Bündnis zustande zu bringen. Das sind aber nicht meine Probleme. Also auf eine kurze Formel gebracht, ich bin sehr gerne Bundesvorsitzender der FDP, besonders nach diesen Wahlen. Ich würde um kein Geld in der Welt, Herr Brandt, mit Ihnen tauschen. dazu müssen Sie allerdings jetzt was sagen, Herr Brandt. Ist es wirklich jetzt so, dass es eine Lafontaine-SPD geben wird? Also ich muss zunächst ein Wort zu der Verstaatlichung sagen. Oskar Lafontaine hat an der Saar zu Recht darauf hingewiesen, wir müssen dass zum Ende kommen, in Wirklichkeit die Stahlwerke schon verstaatlicht sind, hat hinzugefügt, das Geld des deutschen Steuerzahlers liegt in Luxemburg. Und das Arrangement, das das vorige Mal getroffen wurde, bedeutet, dass auf der luxemburgischen Seite Werke in Ordnung gebracht worden sind und wir weiterhin in den Schwierigkeiten stecken. Also da soll man keine Buhmänner aufbauen. Oskar Lafontaine ist, ich habe das vorhin gesagt, als ich ihm gratulierte, mein Vorstandskollege, ein wichtiges Mitglied im Vorstand. Als Ministerpräsident wird sein Gewicht sicher eher noch zunehmen als abnehmen. Und ich sehe darin überhaupt das jetzt Hineingehen der 40-Jährigen in die Führung meiner Partei in den Ländern und dann auch darüber hinaus. Frau Ditfurth, es ist ja doch am Ergebnis von Saarbrücken abzulesen, dass sich auch für Ihre Klientel etwas verändert hat. Es ist etwas in Bewegung gekommen, was nicht zu Ihren Gunsten läuft. Diejenigen, die möglicherweise früher aus vielerlei Gründen der SPD ihre Stimme nicht mehr gegeben haben und Sie gewählt haben, sind diesmal nicht mit Ihnen marschiert, als Sie zur Urne gingen. Beunruhigt Sie das nicht? Nein, ich habe meine allgemeine Wertung vorhin schon gesagt. Ich glaube, es wird sich ziemlich bald rausstellen, dass es keinen großen Unterschied zwischen der Apel-SPD und der Lafontaine-SPD gibt. Die haben beide verschiedene Möglichkeiten gehabt, zu zeigen, was ihre Positionen sind. Und ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass auch sich sehr schnell zeigen wird, dass jemand wie Oskar Lafontaine eigentlich nur die große Chance hatte, ohne es beweisen zu müssen, zu behaupten, eine ökologische Politik verwirklichen. Und ich glaube, bei der nächsten Landtagswahl in Saarland sieht es schon völlig anders aus. Wenn man sich anguckt, die Praxis von Oskar Lafontaine in Saarbrücken, also wirklich eine der zubetoniertesten Städte in der ganzen Bundesrepublik, dann ist doch nicht umsonst, dass er heute in diesen Fernsehinterviews sagt, wir fangen an mit Arbeitslosigkeit. Und in keinem der ganzen zahlreichen Gespräche heute Abend auch nur das Wort Ökologie oder Umweltschutz in den Mund genommen hat.
Das finde ich sehr bemerkenswert. Wir werden sehen, wie er diesem Problem des Umweltschutzes, das sich in seinem Land auf bemerkenswert dynamische Weise zum Negativen für die Bevölkerung ja weitgehend gelöst hat, angreift. Denn dies ist sicher eines der Probleme, das ihm genauso viel Kopfzerbrechen macht wie all den anderen, die politische Verantwortung tragen. Und was die SPD angeht, gehe ich immer noch davon aus, dass es weder eine Lafontaine noch eine Appel-SPD, sondern erst einmal die SPD, die von Willy Brandt geführt wird, gibt. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie unser Gast waren, und ich gebe zurück zu den Sendezentralen von ZDF und ARD. Die ARD-Fernsehlotterie lädt ein zur Prominenten-Safari. Das Glück wird leider oft verpasst im Dschungel unseres Lebens. Man hangelt sich von Ast zu Ast und müht sich meist vergebens. Doch Schätze warten auch auf Sie und nicht nur in Gedanken. Ein Los der Fernsehlotterie gibt es bei allen Banken. Schon für 5 Mark gibt's massig Geld. Haus, Auto und die weite Welt. Mit 5 Mark sind Sie dabei. Überweisungen und Einzahlungen bei allen Postämtern, Sparkassen und Banken. Konto 100.000. Guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen beim Ersten Deutschen Fernsehen. Mit Goldfinger, dem wohl populärsten Film aus der James-Bond-Serie, setzen wir unser Programm fort. Um 22.20 Uhr meldet sich die Tagesschau mit Kurznachrichten. Um 22.25 Uhr werden nach der Entscheidung an Spree, Saar und in Hessen die heutigen Wahlen unter die Lupe genommen. Um 22.45 Uhr zeigen wir den Spielfilm »Wenn ich nicht wär«, der 1983 in der DDR gedreht, Episoden um 4 Berliner Frauen erzählt. Um 23.50 Uhr können Sie einen Bericht über die internationale Bauausstellung Berlin IBA 85 sehen. Und zum Sendeschluss meldet sich noch einmal die Tagesschau mit Kurznachrichten, und das wird gegen 0.30 Uhr sein. Meine Damen und Herren, sehen Sie nun das bis heute wohl populärste aller James-Bond-Abenteuer, den englischen Spielfilm Goldfinger aus dem Jahre 1964. Fantasievolle Action, effektvolle Tricks, hübsche Mädchen und knisternde Spannung beherrschen das Geschehen, in dem sich Sean Connery als Geheimagent 007 mit dem machtbesessenen Auric Goldfinger auseinandersetzen muss. In der Titelrolle sehen Sie Gert Fröbel. Thank you.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ich denke natürlich, Herr Klein, an die Verantwortung, die jetzt auf mich zukommt. Der Jubel des heutigen Abends ist schnell verflogen und wir müssen hart arbeiten, um die Dinge hier zum Besseren zu wenden. Die Arbeitslosigkeit hat sich ja in den letzten 5 Jahren fast verdreifacht. Und wenn es gelingt, diesen verhängnisvollen Trend zu stoppen, dann wäre ich sehr glücklich. Die CDU in Berlin steht zum ersten Mal natürlich in der Situation, dass sie als größerer Partner innerhalb einer Koalition gearbeitet hat. Und Partner müssen da in gewissen Grenzen teilen können. Das kann die Union. Insofern ist das Ergebnis für die CDU zufriedenstellend. Ich muss sogar einen Schritt weitergehen. Ich bin sehr glücklich über dieses Ergebnis. Eberhard Diepgen und Oskar Lafontaine, Sie sind die Sieger bei den heutigen Wahlen in Berlin und im Saarland. Guten Abend, meine Damen und Herren. An der Saar erreichten die oppositionellen Sozialdemokraten die absolute Mehrheit und können damit die Regierung übernehmen. An der Spree wurde die Regierungsmehrheit von CDU und FDP bei erheblichen Einbußen der SPD klar bestätigt. In Hessen, wo die Wähler heute über die Kreis-, Stadt- und Gemeindeparlamente zu entscheiden hatten, bebuchten SPD und Grüne beträchtliche Stimmengewinne, während die Union empfindliche Verluste hinnehmen musste. Doch zunächst ins Saarland, wo bereits gegen 21 Uhr das vorläufige amtliche Endergebnis bekannt gegeben wurde. Danach erreichten die Sozialdemokraten 49,2% der Stimmen, gegenüber der Wahl vom April 1980 ein Plus um 3,8 Prozentpunkte. Die CDU kam auf 37,3% und verlor damit 6,7 Punkte. 10% der Stimmen und damit 3,1 mehr als vor 5 Jahren entfielen auf die Freien Demokraten. Die Grünen errangen lediglich 2,5% und büßten damit 0,4 Punkte ein. Daraus ergibt sich folgende vorläufige Sitzverteilung im Landtag von Saarbrücken. 27 Mandate für die SPD, 3 mehr als bisher. 19 Sitze für die CDU, 4 weniger als bisher. Die FDP ist künftig mit 5 Abgeordneten vertreten, bisher waren es 4. Für Berlin liegt das vorläufige amtliche Endergebnis der Wahl zum Abgeordnetenhaus noch nicht vor. Landeswahlleiter Appel rechnet mit einer Bekanntgabe zwischen 23 und 24 Uhr. Wie das Ergebnis voraussichtlich aussehen wird, dazu nun direkt aus Berlin Günter Siefert. Und dazu gleich eine neue Hochrechnung, die allerdings kaum etwas Neues verheißt, nur noch ganz geringe Verschiebungen gegenüber dem, was wir heute Abend seit 18 Uhr mit unserer ersten Prognose bereits gemeldet haben. Hier ist die Hochrechnung. Für die CDU werden nunmehr registriert 46,7%, für die SPD 32,6%, für die Alternative Liste 10,6%. Und für die FDP 7,9. Die anderen Parteien haben mit dem Ausgang dieser Wahl nichts mehr zu tun. Es sieht danach aus, als habe die CDU alle 71 Berliner Wahlkreise gewonnen. Damit ist gesagt, dass es nicht bei 119 Mandate bleiben wird im Abgeordnetenhaus, sondern es gibt Überhang- und Ausgleichsmandate. Die Zahl der Mandate wird also bedeutend höher sein als 119. Trotzdem dürfte sich an der Relation der Parteien zueinander da nichts ändern. Die Regierungskoalition wurde bestätigt und kann mit einer stärkeren Mehrheit weiter regieren. Das Überraschende ist das Abschneiden der FDP. Das war nicht prognostiziert worden in den vergangenen Wochen. Dazu das Bild unserer Wählerwanderung. Es ist ganz deutlich geworden, dass die FDP Zweitstimmen von potenziellen CDU-Wählern gewonnen hat. In einer erheblichen Größe, wie es hier mit dem starken blauen Strang auf der linken Bildseite angedeutet wird. Es gab auch einige Wanderungen von der FDP zur CDU. Soweit das Neueste über den Ausgang der Wahl in Berlin. Zurück nach Hamburg. Und nun zur Kommunalwahl in Hessen. Dort waren heute mit 4,1 Millionen Bürgern die meisten Wähler zur Stimmabgabe aufgerufen. Wir schalten um zu Klaus-Peter Schmidt nach Frankfurt.
Tja, meine Damen und Herren, ich nehme an, dass das sicher eine falsche Umschaltung gewesen ist. Denn eigentlich wollten wir den Römer umschalten zu Klaus-Peter Schmidt, meinem Kollegen für die Tagesschau. Ich nehme an, dass die Technik das auch glatt schaffen wird. Offenbar macht das Schwierigkeiten. Das hat leider nicht geklappt. Vielleicht versuchen wir es noch einmal. Ich weiß das nicht ganz genau. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Meldungen. Auch bundespolitisch kommt den heutigen Wahlergebnissen Bedeutung zu. Der bevorstehende Regierungswechsel im Saarland bedeutet nämlich, dass im Bundesrat die von der SPD geführten Länder künftig 18 Stimmen haben und damit genauso viele wie die CDU regierten Länder. Die bayerische CSU-Regierung unter Franz Josef Strauß kann also in Zukunft den Ausschlag geben, ob Gesetze des Bundestages in der Ländervertretung durchgehen. In der sogenannten Bundestagsrunde des ersten und des zweiten deutschen Fernsehens kommentierten am Abend die Parteichefs die unterschiedlichen Wahlergebnisse. Dabei zeigte sich Bundeskanzler Kohl erfreut darüber, dass die CDU in Berlin so gut abgeschnitten habe, obwohl die Stadt keine traditionelle Hochburg der Union sei. Das heißt ganz sicher, das hat ja auch Werner Zeyer deutlich gemacht, dass es uns nicht gelungen ist, im lokalen Bereich der Saar die größere Kompetenz zur Lösung der wirtschaftspolitischen Fragen, die dort ganz besonders schwierig sind, deutlich zu machen. Es lag natürlich nicht nur am Land. Ich bin der Letzte, der jetzt sozusagen beim Sieg alles auf den Bund zieht und bei den Niederlagen alles auf das Land. Wir müssen diese Niederlage an der Saar selbstverständlich gemeinsam tragen, zumal unsere Freunde dort ähnlich wie in Berlin und ähnlich wie in Hessen wirklich gekämpft haben. Ich konnte das ja vor Ort eindeutig beobachten. Was in der ganzen Entwicklung besonders interessant ist für die Bonner Arbeit, ist natürlich die Stärkung der FDP. Wenn Sie die beiden Wahlergebnisse mal vergleichen, das in Berlin und das im Saarland, dann werden Sie feststellen, dass wir im Saarland, wo es keine Zweitstimme gab, ein zweistelliges Ergebnis erzielt haben und in Berlin ein sehr gutes, über 8%. Und in Berlin gab es eine Zweitstimme. Und das widerlegt auch das, was immer wieder behauptet wird, es gäbe da so eine Art von Leihstimme. Das gibt es nicht. Sie haben doch sicher gedacht, wenn ich jetzt heute Abend hier sitze, muss ich erst mal erklären, warum ich nun zwei Wahlniederlagen als neuer Vorsitzender gleich erlitten habe. Und das Umgekehrte ist der Fall. Das ist doch eigentlich ein erfreuliches Ergebnis. Herr Bundeskanzler, da wachsen neue Ansprüche der FDP an die Koalition heran. Das glaube ich überhaupt nicht. Das ist ja nicht nur eine wichtige Entscheidung für das Saarland, sondern das ist auch eine Veränderung im Bundesrat. Und im nächsten Jahr wird man sehen, was Niedersachsen bringt. Ist es wirklich jetzt so, dass es eine Lafontaine-SPD geben wird? Oskar Lafontaine ist, ich habe das vorhin gesagt, als ich ihm gratulierte, mein Vorstandskollege.